Vielleicht fangen wir einfach mal ganz grundlegend an. Wo ist denn der Unterschied zwischen der Kernfusion und der Kernspaltung, die wir ja bisher vor allem kennen? Der Unterschied zwischen Kernfusion und Kernspaltung ist, bei der Kernspaltung werden schwere Atomkerne gespalten, zerlegt in kleinere Teile, dabei wird Energie frei. Ganz am anderen Ende, bei ganz leichten Atomkernen, die kann man miteinander fusionieren, also verbinden zu einem neuen Element und dabei wird auch Energie frei. Der Unterschied ist dann sozusagen, liegt in den Ausgangsstoffen, also typisch Uran und andere schwere Elemente werden genommen, um Kernspaltung zu machen, während man bei der Fusion im Wesentlichen Wasserstoff und den Isotopen nimmt, also ganz leichte Elemente. Und das hat ja wiederum auch Auswirkungen auf die Aspekte Sicherheit und Müll, oder? Es hat ja also zunächst vom Müll direkt sozusagen von den Stoffen, die da drin involviert sind, in der Kernfusionsreaktion selber. Kommt eigentlich nur ein radioaktiver Stoff vor, das sogenannte Tritium. Das ist ein Isotop vom Wasser. Das hat eine relativ kurze Halbwertszeit, 12 Jahre. Also nach 12 Jahren ist die Hälfte zerfallen. Wenn man mehrere Male 12 Jahre fällt, ist praktisch weg. Es führt auch dazu, dass Tritium in natürlicher Form auf der Erde praktisch gar nicht vorkommt, sondern erzeugt werden muss. Während bei der Kernspaltung sehr lange Halbwertszeiten involviert sind, so dass dann der entstehende Müll dabei auch sehr lange gelagert oder behandelt werden muss. Okay. Und dadurch ist es eben auch sicherer. Also dadurch ist es zunächst mal, jetzt muss man überlegen, was sicher ist. Also wenn man sicher hört, denkt man eigentlich eher an Unfall, dass der Müll, der entsteht, das ist ja kein Unfall, sondern das ist eine bekannte Belastung der Umwelt. Diese Belastung der Umwelt ist bei der Fusion deutlich kleiner auf lange Sicht als bei der Kernspaltung. Wenn Sie den Unfall ansprechen, das heißt jetzt sozusagen, was kann, wenn es schief geht, was kann dann passieren? Da ist der Unterschied, dass ein Kernspaltungsreaktor auf seinem Brennstoffvorrat für sehr lange Zeiten sitzt und der kann den dann sehr schnell aufbrauchen und damit unkontrolliert durchgehen. Das ist, was Fukushima und Tschernobyl sozusagen ausgemacht hat. Während bei der Kernfusion der Brennstoff immer nur für, in unseren Anlagen, für ungefähr eine Sekunde reicht. Und das heißt, wenn was schief geht, geht innerhalb von einer Sekunde meistens noch viel schneller das Feuer aus und dann sozusagen war es das. Und da kann kein weiterer Brennstoff verbrannt werden. Sie sagen es gerade, Sie forschen ja auch auf dem Gebiet. Jetzt wurde da in Kalifornien der Durchbruch verkündet. Sehen Sie denn den Durchbruch dort? Also es gibt zwei Arten zunächst, so ein Plasma, ein Fusionsplasma einzuschließen, Wasserstoffgas, entweder in einem Magnetfeld, dann macht man das stationär, das ist, woran ich forsche. Das wird seit vielen Jahrzehnten schon zum Zweck der friedlichen Energiegewinnung untersucht. Und dann gibt es die Methode, die da in Kalifornien untersucht wird, wo man versucht, ein sehr kleines Kügelchen des Brennstoffs sehr schnell aufzuheizen, sodass das praktisch explodiert. Und man versucht, das ist eigentlich das Prinzip der Wasserstoffbombe und deshalb ist auch viel der Forschung bis jetzt militärisch motiviert gewesen. Allerdings ist die Idee, wenn man diese Explosion sehr, sehr klein macht und sehr häufig nacheinander, dass das durchaus beherrschbar sein könnte und dann könnte man daraus Energie gewinnen. Und jetzt konkret zu dem Resultat, das da verkündet wird heute. Ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen. Die Pressekonferenz ist ja erst später, aber schon viel Information vorher bekommen. Offensichtlich ist es so, dass da jetzt fürs Zünden von einem so einem Pellet tatsächlich mehr Energie rausgekommen ist, ungefähr 20% mehr, als man reingesteckt hat, um das Ganze anzuzünden. Und das ist eigentlich sozusagen, das ist jetzt auf dem Papier der Durchbruch, nämlich dass man sagt, positive Energiebilanz. Das ist allerdings noch kein Kraftwerk und kein Reaktor. Da müsste man ein Vielfaches und nicht nur 20% mehr rausholen. Und da müsste man auch eine Anlage haben, in der eben dieses Ganze im Sekundentakt oder noch schneller funktioniert und nicht nur an einem einzigen Kügelchen. Können Sie es irgendwie in eine Relation setzen? Also wie weit müsste man dieses Experiment, sage ich mal, jetzt hochputschen, um es kommerziell nutzen zu können? Also man müsste zunächst mal den Energieverstärkungsfaktor, der jetzt 1,2 ist, also 20% mehr, den müsste man auf so 30, 40 bringen. Muss man jetzt allerdings sagen, das ist sehr nicht linear. Das heißt, da gibt es so eine Schwelle und wenn es mal angezündet ist, brennt es von selbst. Also ich denke, da sind die Kollegen vielleicht nicht so super weit von entfernt. Die größere Hürde ist tatsächlich von einem
Experiment, wo sehr viel Vorbereitung darauf geht, auch dieses Pellet dann zu präparieren und dann einen so einen Laserschuss darauf zu feuern, zu was zu kommen, wo das im Sekundentakt runterfällt und beschossen wird und immer wieder verlässlich funktioniert und dann ausgekoppelt wird. Und da ist es auch so, das Target, also dieses Pellet, ist im Augenblick ein Kunstwerk sozusagen der Ingenieurskunst und ein einziges Ding, an dem man zeigen kann, dass das geht. Und bis das mal so ist, dass es 10 Cent kostet und runterfällt und beschossen wird, das dauert noch eine Weile. Es dauert noch eine Weile, also ist es nicht unmöglich. Würden Sie sagen, da sollte man dranbleiben? Das ist die Energie der Zukunft. Also an Kernfusionsforschung an sich sollte man auf jeden Fall dranbleiben. Das ist eine der Energien der Zukunft, nämlich die, die komplementär zur regenerativen ist. Also, wenn man sich vorstellt, man hat Solar und Wind und was immer regenerativ funktioniert und dann braucht man was vorhersagbar Energie liefert, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht, dann ist Kernfusion eine der Optionen und tatsächlich die, die kein CO2 erzeugt und eben auch keine Kernspaltung ist. Andererseits, dieses konkrete Experiment, was da durchgeführt worden ist, das wird halt Jahrzehnte dauern, bis es zur Anwendung kommt. Ich denke auch, dass wir mit dem magnetischen Einschluss schon ein Stück weiter sind als das, was da gezeigt worden ist.